Rape Culture and Victim Blaming. Na, jetzt denkt sich vielleicht mancher, was, Rape Culture, Vergewaltigung hat doch keine Kultur. Ist natürlich nicht, aber es passiert einfach bei uns nur sehr oft, dass wenn eine Frau zum Beispiel mit einer Aussage kommt, dass sie einen Mann beschuldigt, sie psychisch oder physisch vergewaltigt zu haben, und dieser Mann befindet sich in einer bekannteren Position, ist reich oder berühmt, wird immer zuerst mal lieber der Frau unterstellt, die will sich ja bloß wichtig machen. Klar, wer möchte nicht als die Vergewaltigte bekannt werden oder Rape Susan vielleicht noch? Ja, klingt jetzt ein bisschen sarkastisch, aber ganz im Ernst, das ist die Aussage daraus. Es wird verharmlost, es wird toleriert und irgendwo dann nur akzeptiert. Da ist dann noch das Victim Blaming dabei. Täter-Opfer-Umkehr. Da wird dann immer gesagt, ja, die Frau wird es doch schon so geben, dass der Mann meinte, sie vergewaltigen zu müssen. Das ist Bullshit. Das sollte hoffentlich auch jedem klar sein. Allein, dass die Frage immer noch, nach wie vor den Beamten kommt, wenn eine Frau eine Vergewaltigung anzeigt, wenn sie sich das traut, das sind sehr wenige. Die Dunkelziffer liegt bei uns zu 11. Das bedeutet, eine wird angezeigt, 11 nicht, falls um Verhältnisse nicht klar sind. Und da wird dann einfach noch gefragt, ja, was hatten sie denn an? Als spielt es eine Rolle. Nur weil eine Frau einen Minirock anhat, bedeutet das nicht, dass du hingehen kannst und ungefragt deinen Penis in ihre Vagina zu drücken. Aber das ist doch die Aussage. Wenn eine Frau aufreizend gekleidet ist, spricht sie sich aus, vergewaltig mich. Nein heißt nein. Sie sagt nichts. Dann heißt es so, dass du absolut nicht die Berechtigung hast, sie überhaupt in irgendeiner Weise anzugreifen. Dennoch wird es, wie gesagt, toleriert. In Form zum Beispiel, wenn man sitzt mit ein paar Kumpels am Tisch, und es fallen so die typischen leicht frauenverachtende Witze. Jeder lacht, ist ja lustig. Bei vielen ist das aber dann irgendwann so, man weiß, okay, der behandelt wirklich Frauen nicht gut und schlecht. Und da kann man einfach aufstehen, da kann man einfach sagen, hey, das ist jetzt ein Scheiß. Das ist nicht lustig. Du bist dort dann sicher der schwarze Peter in der Runde, aber drauf geschissen, ganz im Ernst. Es gibt da drei Stufen. Die Stufen des Tolerierens, der Herabsetzung und des Angriffs. Tolerieren, wie gesagt, sexistische Witze, irgendwelche abfällige Bemerkungen, die einfach so hingenommen werden. Herabsetzung, die dann schon in weiterer Hinsicht dann oft so sagen wir es, im Pornomilieu funktioniert oder produziert wird, sprich Safe Words nicht verwenden, Vertrauen missbrauchen. Frauen deklarieren, dass sie einfach eine untere Klasse sind im Vergleich zum Mann. Und der Angriff ist das, was er sagt. Frauen werden belästigt, verfolgt, angegriffen, vergewaltigt. Wenn das nächste Mal eine Frau den Mut besitzt, mit so einer Anschuldigung an die Öffentlichkeit zu gehen, dann bitte reflektier. Ganz kurz, was ist jetzt mein erster Gedanke? Und will ich den wirklich aussprechen? Danke. Ich war 14. In unserem Dorf hat man sich regelmäßig getroffen an ganz öffentlichen Orten, um zu quatschen, eine Runde zu fahren oder einfach nur gemeinsam rumzusitzen. Jeder kannte sich. Jeder war mehr oder weniger befreundet. Auch ich war mit dabei. In einen der Jungs war ich etwas verknallt. Fast jeder hat das gewusst.
Dieser Junge war immer mit seinem damals besten Freund unterwegs. Der beste Freund hatte schon einen Führerschein und ein Auto. Ich bin mit den beiden eine Runde mitgefahren. An einem abgelegenen Parkplatz, im Dunkeln und bei Schnee, hüpfte mein Schwarm aus dem Auto und rannte weg. Sein Freund dachte sich eine Ausrede aus, dass wir auf ihn warten sollten. In der Zwischenzeit könnte ich ja von der Rückbank auf den Beifahrersitz kommen. Ich habe mich mit dem Jungen gut verstanden und dachte mir nichts dabei. Nach einigen Minuten auf dem Beifahrersitz begann der Junge, mir zwischen die Beine und an die Brust zu fassen und wollte mich küssen. Ich wollte das nicht und habe ihm das auch gesagt. Er gab nicht nach. Nach einigen Minuten, die sich wie eine Ewigkeit angefühlt haben, kam endlich mein Schwarm zurück und wir fuhren weiter. Das war allerdings noch nicht alles. Der Junge hat sich bei mir entschuldigt. Es kam mir aufrichtig vor. Und viele mögen nun denken, wie dumm das Nachfolgende war. Es war bereits Sommer. Ich stand mit meiner besten Freundin an einem der Plätze, wo sich jeder traf. Sie wollte mit ihrem damaligen Freund nur nach Hause gehen. Da kam der Junge mit seinem Auto wieder vorbei und fragte, ob ich mitfahren wolle. Ich verneinte. Nachdem er sich aber wirklich nett und reumütig verhalten hat, stieg ich schlussendlich doch ein. Er fuhr zu seinem Elternhaus und sagte, er müsse das Auto tauschen und wolle ein Glas Wasser trinken. Ich solle mit hereingehen. Ich stand in der Tür und wartete ungeduldig, als er den Fernseher einschaltete. Ich fragte, was das soll. Ich gehe wieder. Woraufhin er mich in sein Zimmer und schlussendlich auf sein Bett zog. Wieder griff er mir an die Brust, küsste mich und legte sich diesmal auf mich. Ich wehrte mich mit aller Kraft. Er war mir körperlich allerdings überlegen. Irgendwann starrte ich nur zum Fernseher, während er versuchte, meine Beine auseinanderzudrücken. Als er bemerkte, dass ich apathisch in den Fernseher starrte, stemmte er sich auf, um diesen auszuschalten. Ich rutschte seitlich raus und schrie ihn an, ich rufe die Polizei und rannte weg. Warum ich die Polizei nicht rief? Wahrscheinlich aus den gleichen Gründen, warum viele solcher Menschen nicht angezeigt werden. Scham, da ich es ja besser hätte wissen müssen. Angst, der Lüge bezichtigt zu werden. Der Junge wurde Jahre später angezeigt, ein Mädchen vergewaltigt zu haben. Er wurde freigesprochen. Nach wie vor traut es ihm niemand zu. Ich schon. Er ist Vater. So jemand sollte kein Vater werden dürfen. Seine Freundin ist wahnsinnig nett, ich kenne sie. Immer noch sehe ich den Jungen ab und zu und am liebsten würde ich ihm jedes Mal ins Gesicht kotzen. Als ich 13 Jahre alt war, hatte ich eine circa zweijährige On-Off-Gewaltbeziehung mit einem 18-jährigen Typen. Über diese 2 Jahre hinweg hat er mich regelmäßig geschlagen, hauptsächlich in den Bauch- und Rippenbereich, damit es keine sichtbaren Flecken gab. Auch Kopfnüsse gab es, meistens wenn wir draußen unterwegs waren. Einige Vergewaltigungen, wie zum Beispiel nach einer Prügelattacke heulend im Bett gefickt zu werden, realisierte ich erst später. Gleichzeitig hat er mich auch gestalkt.
Er musste immer wissen, wo ich bin. Oft stand er nachts vor meinem Fenster, um zu kontrollieren, ob ich wirklich zu Hause bin. Als Schluss war, gab es einen Prozess gegen ihn, weil er mir über 300 Morddrohungen per SMS und Briefen geschickt hat. Die Anklage wurde jedoch nach 3 Monaten Untersuchungshaft wegen Unzurechnungsfähigkeit fallen gelassen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, wo ich anfangen soll. Ich weiß auch nicht, wie oft man mir schon ungefragt auf den Arsch gegriffen hat. Was ich noch weniger weiß, ist, wie oft man mir schon unangebrachte Anmachsprüche nachgeschrien hat oder sie mir direkt ins Gesicht gesagt wurden. Was ich allerdings mit Sicherheit weiß, ist, dass ich an einer Hand abzählen kann, wann in einer diesen genannten Situation ein von mir vollkommen deutliches Nein akzeptiert wurde. In den seltensten Fällen bekam ich dann sogar eine Entschuldigung. Es macht mich so wütend. Jetzt bin ich meines Erachtens nach eine Person, die sich gut gegen solche Angriffe wehren kann. Aber ich möchte mich nicht wehren müssen. Ich will mich nicht dafür rechtfertigen müssen. Ich will mich nicht dafür entschuldigen müssen. Und ich will mir nicht sagen lassen müssen, das war doch nur ein Witz. Du verstehst auch keinen Spaß. Oder sei doch nicht so prüde. Aber nun zu meiner Story. Folgende Situation ist eine der krassesten, die ich erleben musste. Es passierte nach dem Ausgehen mit meinem damaligen Freund Lukas und seinem Freund Jonas. An diesem Wochenende hat Jonas bei uns übernachtet. Das war auch kein Thema. Das kam schon öfter vor, da Jonas nicht bei uns in der Gegend wohnte. Wie gesagt, waren wir feiern. Lukas und ich gingen schon früher heim und schliefen bereits, als Jonas nach Hause kam. Irgendwann wachte ich auf, weil mich jemand am Arm gestreichelt hatte. Kurzer Input. Ich schlafe nackt. Ja, weil ich eben nackt schlafe. Zuerst dachte ich mir, ach süß, Lukas ist so lieb und streichelt mich sogar, während ich schlafe. Fun Fact, es war nicht Lukas. Es war Jonas. Jonas, der sich in unser Zimmer geschlichen hat und mich zum Sex mit ihm drängen wollte. Während mein Freund, welcher ja auch sein bester Freund war, neben uns geschlafen hat. Ich war so perplex und wusste überhaupt nicht, wie ich reagieren soll. Ich wollte nicht schreien. Ich wollte nicht aufstehen. Vor allem, weil ich nicht wollte, dass er mich auch noch nackt sieht. Ich wollte nur, dass es aufhört. Nach ewiger Diskussion, so ist es mir auf jeden Fall vorgekommen, und nach mehrmaligen Wegversuchen ist dann endlich Lukas aufgewacht und realisierte im ersten Moment noch gar nicht, was da gerade abging. Jonas fand das auch noch lustig und gab Lukas ein High Five, welches er mit »Zuerst du, dann ich, das wollte ich immer schon mal machen, geil« kommentierte. »What the fuck? Ich habe ja wirklich nichts gegen Dreier. Aber nochmal, what the fuck?« Bis Lukas damals kapiert hat, was denn wirklich abgeht, habe ich schon so geheult, weil mir die ganze Situation so unangenehm war. Mittlerweile ist Jonas neben mir am Bett gesessen und hat mich immer wieder probiert anzufassen. Ich bekomme schon bei dem Gedanken daran einen Würgereiz. Irgendwann hat Lukas Jonas rausgeschmissen. Aber nicht aus dem Grund, weil er mich angefasst hat, nein. Lukas hat Jonas rausgeschmissen, weil er illoyal ihm gegenüber war. Nochmal, what the fuck? Seine Aussage an mich war dann, ja, reg dich nicht so auf, es ist ja nichts passiert. Klar,
Im Endeffekt ist dann nichts passiert. Aber hallo? Was fällt Ihnen darüber ein zu urteilen, ob was passiert ist oder nicht? Ist erst was passiert, wenn ich schwanger durch eine Vergewaltigung bin? Plot Twist. Er war dann nicht mehr mein Freund. Props an mich. Zwei Jungs haben mich in der Schule zusammengeschlagen. Ich erinnere mich nicht mehr viel, nur dass ich auf dem Boden lag und auf mich eingetreten wurde. Sie haben gezielt auf meinen Unterleib eingetreten. Als ich wieder zur Besinnung kam, haben Lehrerinnen miteinander gesprochen und hatten Angst, ich könnte keine Kinder mehr bekommen. Auf der Straße hat mich als Teenager mal ein betrunkener alter Kerl angesprochen und gesagt, du bist doch ein gutes Mädchen, oder? Dann hat er mich in eine Ecke gedrängt. Zum Glück kam ein Mann mit seiner Tochter vorbei. Er hat mich gefragt, ob der Mann mich belästigt. Als ich das mit Ja beantwortet habe, hat er den Mann verscheucht. Ich wünsche mir, jeder Mensch wäre so aufmerksam. Als Auszubildende hat mir einer meiner Ausbilder auf den Hintern gehauen und zu mir gesagt, los Muschi. Ein Kollege hat mich gestalkt. Er ist mir in der Arbeit, immer wenn er mich gesehen hat, gefolgt. Dann hat er den Rest des Tages damit zugebracht, von meinem Zimmer auf und ab zu laufen und hereinzuschauen. Irgendwann ist er mir auch nach meinem Feierabend gefolgt. Dann habe ich das Ganze in der Arbeit angesprochen und musste ihn konfrontieren. Er hat alles zugegeben und unterschrieben, dass er das nicht mehr macht. Ich habe auch erfahren, dass er das schon bei weiteren Kolleginnen gemacht hat. Der Kollege ist selbst psychisch eingeschränkt. Deshalb sagte neulich ein anderer Kollege, ich dürfte das nicht Stalking nennen. Es war Fasching 2016, wo wie jedes Jahr der Faschingsumzug stattgefunden hat. Habe untertags noch arbeiten müssen und so bin ich dann später um 17 Uhr dazugestoßen. Natürlich waren um die Uhrzeit schon 99% der Feierlustigen an- oder betrunken. Und so ging auch ich in die Bar, um mir ein Bier zu holen. Natürlich war die Bar von vorne bis hinten gesteckt voll. Ich fühlte mich sehr unwohl, aber nicht, weil die Bar übervoll war, sondern da mich dort schon eine Gruppe von Männern mit den Blicken quasi ausgezogen hatte. Okay, ich nahm mein Bier und ging einfach weiter in den nächsten Umzugswagen. Jedoch musste ich an den Männern vorbeigehen, wenn ich aus der Bar gehen wollte, da sie mitten im Weg standen. Es war ein großes Gedrängel und es dauerte, bis ich dort draußen war. Nach kurzer Zeit fühlte ich mich, als ob mich ein Zug überrollt hätte. Aber es war bis dahin nicht einmal das halbe Bier, das ich getrunken hatte. Ich bekam Herzrasen sowie Kontrollverlust. Das eine Glas, das ich getrunken hatte, war das letzte, an das ich mich erinnern kann. Für uns Frauen ist dies mittlerweile, glaube ich, die größte Angst beim Ausgehen. Ausgenockt zu werden und am nächsten Tag nicht mehr zu wissen, was passiert ist. Doch was geschieht mit unserem Körper und vor allem mit unserer Psyche nach solch einem Vorfall? Und kann ich mit jemandem darüber reden? Oder werden mich alle auslachen und sagen, ja, ja, du warst doch nur besoffen und wolltest das auch. Nein, ich wollte das nicht, nur weil ich mich nicht mehr wehren konnte. Ich kämpfe bis heute noch mit Angstzuständen, die meinen ganzen Alltag kontrollieren, sowie Situationen, wo ich einfach nicht mehr weiter weiß. Viele Frauen verschließen sich und sprechen mit niemandem darüber, weil man Angst hat, wessen Rückmeldung man bekommen kann. Ich bekam dazu mal, fast 2 Jahre danach, als ich mich das erste Mal getraute, mich meinen damaligen Freund zu öffnen, nur die Antwort, du bist doch psychisch krank, geh nach Hall. Danach hat er mit mir nie wieder über das Thema gesprochen und so verschloss ich mich noch mehr. Ist das ein solch verbotenes oder abwertendes Thema, wo eine Frau nicht darüber sprechen darf? Warum muss ich als Opfer eigentlich Angst haben, mich zu öffnen und mein Leben dadurch schwer machen? Sexuelle Gewalt an Frauen soll kein Tabuthema sein. Es soll eigentlich gar nicht existieren. Desto mehr sollen die Täter wissen,
dass solch eine Erfahrung für eine Frau nicht ein Fingerschnips ist und man es 2 Tage danach schon vergessen hat. Nein, es dauert Jahre, wenn nicht das ganze Leben lang, um es zu verarbeiten. Ich denke, dass große Teile unserer Gesellschaft spätestens seit #MeToo bewusst ist, dass sexuelle Übergriffe eine nicht zu unterschätzende Opferzahl fordern. Allerdings glaube ich auch, dass wir dieses Thema nicht unbedingt in unserem nächsten Umfeld verorten. Doch geben im Rahmen von diversen Statistiken 3 von 4 Frauen an, bereits einmal sexuell belästigt worden zu sein. Täter hingegen finden sich weniger. Also wie kann das sein? Ich denke, der Knackpunkt liegt in der Aufklärung und dabei besonders in der eigenen Bewusstseinsbildung. Vor allem erscheint mir deshalb und zum jetzigen Zeitpunkt der Debatte die Diskussion außerhalb der großen Medien und fernab bekannter Persönlichkeiten, nämlich privat und in den eigenen Reihen, als besonders wichtig. Denn das Bewusstsein zu Themen dieser Art ist da. Doch Reflexionen über die eigenen Erfahrungen oder über die eigenen Handlungen eher weniger. Prä-Covid beim Ausgehen. Ich und eine größere Gruppe von Freunden genossen den Abend, standen rund um unsere Getränke und plauderten. Einige der Gruppe beschlossen, das Lokal zu wechseln. Die anderen machten sich zu Fuß auf den Heimweg. Ich bat einen der wenig Nüchternen darum, mich nach Hause zu fahren. Er willigte ein. Wir fuhren los und unterhielten uns über den Abend, als er in Richtung eines Parkplatzes abbog. Ich wunderte mich, fragte nach und bekam die Antwort, dass er wohl noch etwas mit mir besprechen wolle. Am Parkplatz angekommen, lenkte er ein neues Thema ein. Meine vermeintliche Lust nach Sex und seine Anziehung mir gegenüber. Er schien wie ausgewechselt. Ich erkannte ihn nicht wieder und das machte mir Angst. Auf die Bitte, mich nach Hause zu fahren, antwortete er mit einem festen Griff nach meinem Arm und Worten wie: Ja, ich fahre dich nach Hause, aber lass uns das noch zu Ende bringen. In mir stieg die Panik auf. Meine Abwehrhaltung, sämtliche Aufforderungen und selbst Gehversuche scheiterten. Die nächsten etwa 15 Minuten waren geprägt von panischen Gedankenzügen, festen Griffen und aggressiven Berührungen. Scheinbar zufrieden wandte er sich von mir ab, startete das Auto und fuhr mich nach Hause. Ich fühlte mich wie eingefroren, während er davon redete, wie gut uns das beiden wohl getan haben soll. Am nächsten Tag beschloss ich, Schürfwunden, blaue Flecken und sonstige Überbleibsel zu fotografieren und erst einmal darüber nachzudenken. Ich rekonstruierte den Abend, suchte nach missverständlichen Anreizungen für den Übergriff und überlegte, welche Konsequenzen etwa eine Anzeige nach sich ziehen würde. Ich versuchte, den Übergriff zu beschönigen und beschloss, vor allem aus Angst vor Reaktionen seinerseits sowie auch von der breiten Masse, eine Anzeige zu unterlassen. Ich sah mich zu dieser Zeit und in dieser Situation nicht in der Lage, mit Angst, Vorwürfen, Mitgefühl oder Scham umzugehen. Heute würde ich anders handeln. Vor einigen Jahren habe ich eine sehr schwierige Beziehung geführt. Ich war zu dieser Zeit sehr verletzlich durch äußere Lebensumstände, die einfach nicht optimal waren. Ich bin in eine neue Stadt gezogen und habe einen Mann kennengelernt, mit dem ich mich auf Anhieb super verstanden habe. Da hat sich dann auch ganz schnell was zwischen uns beiden entwickelt, das sich anfangs wirklich super angefühlt hat. Nach einiger Zeit hat sich das allerdings geändert. Es hat damit angefangen, dass er mich bedrängt hat. Wir sollten ohne Kondom intim miteinander werden. Ich habe ihm öfter erklärt, dass ich das nicht möchte, wodurch jedes Mal eine Diskussion oder sogar ein Streit entstand. Das hat mich emotional ziemlich unter Druck gesetzt.
sodass ich irgendwann eingelenkt habe. Anschließend hat mein Gynäkologe mir das erste Mal eine Geschlechtskrankheit diagnostiziert. Mein Freund war sich keiner Schuld bewusst. Ich bin weiterhin mit ihm zusammengeblieben, da ich wirklich Angst hatte, allein zu sein. Ich hing emotional sehr an ihm. Dasselbe Muster hat sich immer weiter durchgezogen und ging irgendwann so weit, dass es wirklich üblen Streit gab, wenn ich keine Lust auf Sex hatte und dann doch mit ihm geschlafen habe, um die Diskussion bzw. den Streit zu umgehen. Ich weiß bis heute nicht, ob er verstanden hat, dass kein Nein nicht automatisch Ja bedeutet. Diese Geschichte hat viel mit mir gemacht, da ich jedes Mal das Gefühl hatte, mit mir stimmt etwas nicht, wenn es um das Thema Sexualität in der Beziehung ging. Teilweise hat er mich und auch den Sex, den wir miteinander hatten, mit seinen vergangenen Partnerinnen verglichen. So kam ich mir jedes Mal abnormal vor und bin eben doch drauf eingegangen, da ich ihn damals nicht verlieren wollte. Mit den Folgen der ganzen Sache habe ich bis heute zu kämpfen. Lange überlegt, ob ich dir schreiben soll oder nicht, aber im Endeffekt tut es mir vielleicht nur gut. Kennengelernt haben wir uns beim Ausgehen. Netter Kerl, 4 Jahre älter als ich, berufstätig, soweit alles in Ordnung. 2. Date, schöner Abend, ein paar Gläser getrunken und dann ab ins Schlafzimmer. Einvernehmlicher Sex. Ich war bereit. Gut, anfangs alles schön und toll gewesen, bis er immer wilder wurde. Er wollte es immer schneller und härter. Trotz mehrmaligem »Lass es uns doch langsam angehen«, bitte sei etwas vorsichtiger, sei nicht zu grob, bis hin zu »Stopp, hör auf, ich will nicht mehr«, ging es weiter. Er riss mir an den Haaren und schlug mich so sehr, dass ich im Nachhinein einen blauen Hintern hatte und nicht mal mehr ordentlich sitzen konnte. Dann wollte er wieder die Stellung wechseln. Ich sagte mehrmals »Nein, ich will das nicht«. Er packte mich und drehte mich um und es ging weiter. Mir kamen die Tränen vor lauter Schmerz. Dann war genug für mich. Ich habe mich losgerissen, aufgestanden, schnell meine Kleidung geschnappt, Handy, Tasche und Schuhe in die Hand und raus aus dieser Wohnung. »Wollte dich eh nur zum Ficken«, rief er mir nach. Im Eifer des Gefechts Jacke und Socke vergessen, aber war mir egal. Zu Hause angekommen habe ich natürlich nur noch geheult und mir selbst Vorwürfe gemacht. Von wegen, du bist selbst schuld, hättet ihr eben etwas weniger getrunken und so weiter. Im Nachhinein gesehen, total dumm, sich sowas zu denken. Die Story holt mich immer wieder ein, obwohl es schon eine Zeit lang her ist. Ich habe nie jemandem etwas davon erzählt. Von dem Typ habe ich nie wieder was gehört oder gesehen. Gott sei Dank. That's my story. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Es soll jetzt auch nicht so rüberkommen, als ob du mein Psychotherapeut bist und ich mich ausheule, dennoch werde ich, wenn dann, alles erzählen. Wie es mir jetzt damit geht und wie ich mich fühle. Also, los geht's. Als ich ungefähr 8 oder 9 Jahre alt war, wurde ich von einem Hausgast in unserem eigenen Haus sexuell missbraucht. Seither war ich immer in psychologischer Behandlung, um das Ganze zu verarbeiten. Ich habe es eigentlich ganz gut geschafft und es ging bergauf, bis mir letztes Jahr einer wieder alles zerstört hat. Ich war letztes Jahr wegen einer OP im Krankenhaus und da hat ein Arzt mich wegen dieser OP um ein Interview gebeten. Ich habe mir nichts dabei gedacht und habe zugesagt. Der Arzt hat mich angerufen und einen Termin vereinbart. An dem besagten Tag bin ich ins Krankenhaus und dort in den Keller gegangen, wo er sein Büro hatte. Er interviewte mich zuerst so wie besprochen, doch dann wollte er mir etwas an meinem Körper zeigen und erklären, was für meinen Beckenboden wichtig wäre. Ich habe abgelehnt. Später hat er mir wieder eingeredet, dass er mich jetzt untersuchen möchte und hat nicht aufgehört, auf mich einzureden. Da man einem Arzt vertraut, habe ich irgendwann nachgegeben. Trotz Nachfrage, ob wir denn in einen Untersuchungsraum gehen, wollte er das Ganze im Büro machen. Ab da ist mir das Ganze schon so komisch vorgekommen. Ich hole jetzt nicht zur Gänze aus und erzähle nur die Kurzversion. Am Schluss hatte er beide Finger in mir drin, hat mich dann stimuliert und gefragt, ob mir das gefällt.
Ich wusste nicht, was da jetzt gerade passiert. Ich war so perplex. Aber es geht noch weiter. Er hat danach seine Hand auf meinen Oberschenkel gelegt, mich gestreichelt, bis ich fragte, ob die Untersuchung nun vorbei ist. Er antwortete daraufhin mit, außer wir machen es uns noch gemütlich. Ich war so entsetzt. Ich habe mich schnell angezogen, mich verabschiedet und bin dann sofort zur Polizei. Das Ganze zieht sich bis heute und ist noch nicht vorbei. Er wurde verurteilt. Aber weil er in Berufung gegangen ist das Urteil noch nicht rechtskräftig. Sobald es soweit ist, kommt ein Artikel in der Tiroler Tageszeitung. Das Schwein arbeitet nach wie vor in diesem Krankenhaus. Ich erzähle das auch deswegen, damit manche Menschen aufhören, andere zu verurteilen, wenn sie die Person nicht wirklich kennen und nicht wissen, was sie schon alles mitgemacht haben. Viele kennen mich nur vom Ausgehen, vom Sehen oder vom Hörensagen. Aber keiner oder nur die wenigsten kennen mich wirklich. Viele wissen, dass ich Dauersingle bin und dass ich oft mit Männern nach Hause bin, wenn ich betrunken war. Oder dass ich keine Beziehung auf die Reihe bringe und mir dann anhören kann, ach, mit der stimmt doch was nicht oder die ist so wählerisch. Und tatsächlich hat alles einen ganz anderen Hintergrund. Ich dachte, wenn ich betrunken mit Männern nach Hause gehe, ist das richtig. Ich dachte damals anders als heute. Ich habe kein Selbstwertgefühl mehr, kein Selbstvertrauen, kann nicht mehr klar denken. Nach außen bin ich stark, fröhlich und man sieht mir nichts an, aber eigentlich sieht meine Welt ganz anders aus. Verstehst du, was ich damit sagen will? Über mich hat man so viel Schlechtes geredet, obwohl ich für mein Erlebtes nichts kann. Ich wünschte, das alles wäre nie passiert. Dann würde ich auch schon längst mit Partner und eigenen Kindern vor meinem eigenen Haus sitzen. Mir geht es seit diesem Vorfall wieder komplett beschissen und mein Vertrauen zu Männern ist gänzlich weg. Ich kämpfe so lange, bis das Arschloch aus dem Krankenhaus raus ist, koste es, was es wolle, aber dafür muss ich warten, bis das Urteil rechtskräftig ist. Klar ist meine Geschichte jetzt wahrscheinlich eine andere als die meisten Beiträge, aber egal ob ein Mann auf der Straße, ein Nachbar, ein Freund, ein Busfahrer, ein Arzt, egal wer, es gibt keinem das Recht, sich an Frauen jeglicher Art zu vergehen. Mir ist das jetzt zweimal im Leben passiert. Und wenn ich irgendjemandem damit helfen kann, dann mache ich das. Darum war es mir wichtig, dir zu schreiben, auch wenn mein Laptop jetzt nass ist und ich fast nicht mehr sehe, was ich tippe, weil ich schon wieder nur heule, wenn ich mir das alles wieder durchlese. Der Scheißkerl ist mittlerweile rechtskräftig verurteilt, sein Job sowie seine Zulassung los. Ich wollte durch die Anzeige niemals Geld, sondern einfach nur Gerechtigkeit für mich selbst. Es war der 17.10.2015. Ich war seit kurzem wieder Single und habe mich mit meinen Mädels getroffen. Am frühen Abend sind wir in eine Bar gegangen und haben reichlich getrunken und unser Leben gefeiert. Eine machte Mitternacht schlapp und ich habe ihr ein Taxi organisiert, dass sie sicher nach Hause kommt. Ich hatte wie immer noch nicht genug und wollte noch nicht mitfahren. Da traf ich einen alten Bekannten namens Tobias, Name geändert, und er sagte mir, dass er mich später nach Hause fährt und ich mir keine Sorgen machen muss. Er war mit meinem Ex-Freund sehr gut befreundet. Also meine Entscheidung war klar, ich bleibe. Wir hatten einen Riesenspaß und Tobias trank nur noch Coca-Cola. Zufälligerweise habe ich etwa 2 Wochen vorher einen Mann kennengelernt und diesen wieder getroffen. Als die Bar dann immer leerer wurde, haben wir auch beschlossen, nach Hause zu gehen. Also sind wir nach draußen und haben uns noch verabschiedet. Als ich Tobias ansah und fragte, wo denn sein Auto steht, sagte er, dass er doch nicht mit dem Auto da sei, aber wir ein Taxi nehmen. Er würde die Fahrt bis zu ihm bezahlen. Ich wollte mein Handy rausnehmen, einen Kollegen zu bitten, mich abzuholen. Tja, mein Handy fehlte und auch meine Geldtasche. Hatte ich wirklich so viel getrunken, dass ich alles verloren habe? Gut, ich fragte Tobias, ob ich sein Handy bekomme, um meine Mama anzurufen. Aber ich war wohl doch zu betrunken und mir fiel ihre Nummer nicht mehr ein. Tobias schlägt mir vor, ich könne bei ihm übernachten und er würde auch auf dem Boden schlafen. Ich sagte, nein, das wäre nicht nötig, wenn er mich in Ruhe lässt. Das Taxi hat uns zu ihm nach Hause gefahren und er gab mir ein großes T-Shirt. Es dauerte nicht lange und ich bin eingeschlafen und dann kam der Moment. Ich wachte auf und merkte, dass er mich von hinten festhält und mir seinen Penis in meine Muschi presste. Ich sagte, Tobias, lass das, ich will das nicht. Zeitgleich war ich starr und konnte mich kaum bewegen. Ich holte tief Luft, klemmte meine Fingernägel in seine Eier, nahm meine Sachen und flüchtete. Ich war verwirrt, was jetzt passiert ist und brach in Tränen aus. Zum Glück war ich alleine zu Hause und ich konnte sofort unter die Dusche. Ich fühlte mich so schmutzig, so ekelhaft und zeitgleich hässlich. Ich weinte und es hörte nicht mehr auf. Ich saß an den Computer und bat über Facebook eine Freundin, mit mir zur Bar zu fahren, um zu schauen, ob mein Handy und meine Geldtasche da waren, aber leider vergeblich. Kurz nach Mittag meldete sich meine Freundin, die am Vortag früh nach Hause ging, dass sie alle meine Wertsachen hat und sie mir gleich vorbeibringt.
Als ich meine Sachen wieder hatte, saß ich nur in meinem Zimmer und starrte eine leere weiße Wand an. Der Nachmittag verging und meine Mama hat mir zum Abendessen gerufen. Ich sagte nur, nein danke, ich bin noch blau. Die Tage vergingen und ich fühlte mich so leer und hatte Angst, ausgelacht zu werden, wenn ich es jemandem erzähle. Also fand ich den Trost im Alkohol. Ich habe täglich getrunken und 2 Monate später fragte mich mein bester Freund, was mit mir los sei. Ich fing an zu weinen und habe ihm erzählt, dass ich vergewaltigt wurde. Auch wenn es nur sehr kurz war, fühlte es sich wie eine Ewigkeit an. Er stand ohne Worte auf, ging zu meiner Mama und hatte sie erzählt. Meine Mama weinte und fragte, warum ich denn nicht zu ihr kam und wer das gewesen sei. Ich habe ihr daraufhin den Namen und Telefonnummer gegeben. Meine Mama hat ihn angerufen und natürlich hat er alles abgestritten. Ich hatte keine Beweise und da ich nicht darüber sprechen wollte und auch keinem die Details erzählen wollte, galt ich als unglaubwürdig und mir wurde vorgeworfen, dass ich alles nur erfunden hätte. Das ging Tage und auch Wochen so. Ich war am Ende. Nach einigen Wochen sackte ich im Hausflur komplett zusammen und ich wollte nicht mehr leben, weil ich alleine nicht mehr klargekommen bin. Mein Bruder und meine Mama kamen zu mir auf den Boden und versprachen mir, mich zu unterstützen und mir zu helfen. Dann machte ich einen Termin bei einer Lebenstherapeutin. Für mich kam es nicht in Frage, zur Polizei zu gehen, weil ich wusste, dass es ihm leid tat und er das nie wollte. Er hat mich bei der Arbeit aufgesucht und um Vergebung gebeten. Er wollte mich nie verletzen. Er wollte meinem Ex-Freund eines auswischen, denn dieser hatte was mit seiner Ex-Freundin. Wenn das alles zur Polizei geht, wäre auch sein Leben zerstört und nicht nur meins. Er versprach mir, das nie wieder zu machen. Ich glaubte ihm und habe ihm versprochen, ihn nicht anzuzeigen. Ich ging in Therapie und hoffte so, meinen Weg zu finden. Meine Therapeutin hat ein Verzeihungsritual mit mir abgehalten und seitdem kann ich wieder atmen und vor allem habe ich wieder Freude am Leben bekommen. Mittlerweile sind 5 Jahre vergangen und ich habe gelernt, damit zu leben. Trotzdem gibt es noch die schwarzen Tage, wo ich weine. Ich habe das Glück, meinen jetzigen Partner, mein damals bester Freund, das alles weiß und genau in diesen schweren Tagen alles beiseite legt, mich an der Hand nimmt, sich mit mir ins Bett legt, mich fest in den Arm nimmt und schweigt. Teilweise möchte ich darüber reden, doch meistens möchte ich schweigen. Das war meine Geschichte. Ich wünsche allen Betroffenen viel Kraft und egal welchen Weg ihr gehen möchtet, geht den, der euch gut tut. Ich bitte jeden Leser oder Zuschauer, denkt zuerst nach, was ihr kommentiert, denn es stecken echte Menschen hinter diesen Geschichten. Es wird immer wieder vorkommen, dass für den einen das eine nicht schlimm ist, aber für den anderen vielleicht umso schlimmer. Also denkt nach und seid stets nett zueinander. Ich war 12, 13 und schon ziemlich reif für mein Alter. Und dementsprechend auch gebaut. Viel erleben und neue Leute kennenlernen war damals mit einer Freundin praktisch Gesetz. Meine Freundin lernte dann einen Jungen übers Internet kennen, der nicht weit weg von unserem Wohnort lebte. Da sie ihn noch nicht gut kannte, bat sie mich, sie zu begleiten, wenn sie ihn das erste Mal besucht. Und natürlich tat ich das. Ich lasse sie doch nicht alleine zu einem Fremden fahren, da er doch schon um mindestens 3 Jahre älter war als wir. Er war wirklich sehr nett und lustig. Ich mochte ihn. Meine Freundin ging dann auch eine Beziehung mit ihm ein. Diese war aber nicht von langer Dauer. Da ich jedoch eine gute Freundschaft mit ihm aufgebaut hatte und ihn auch besser kannte, bin ich auch mal alleine zu ihm gefahren. Ich kann mich erinnern, als wäre es gestern gewesen. Er fragte, was ich gerne unternehmen würde. Da ich mich nicht gut auskannte, sagte ich, dass es mir egal wäre. Er schlug vor, ein Stück mit dem Moped zu fahren. Er kenne ein chilliges Plätzchen. Klingt ja gut, dachte ich. Also los. Wir fuhren an einem Waldrand entlang. Und dann bog er in den Wald ein. Bald kam eine Sitzbank. Dort stellte er das Moped ab und sagte, ich solle mich doch setzen. Ich tänzelte allerdings aufgeregt vor der Bank umher. Ich fühle mich generell nicht sonderlich wohl in Wäldern. Als ich mich aber nicht sofort setzte, packte er mich an der Hand und riss mich zu sich auf die Bank. Zeitgleich brüllte ich, hey, aua, das tut weh. Im nächsten Moment entschuldigte er sich aufrichtig bei mir mit den Worten,
Oh, tut mir leid. Ich wollte dir nicht wehtun. Es macht mich nur nervös, wenn du so rumhüpfst. Es tut mir wirklich leid. Ja gut, also habe ich ihm das verziehen. Dann rückte er immer näher an mich heran und meinte so etwas wie: Weißt du eigentlich, dass du viel älter aussiehst und dich nicht deinem Alter gerecht verhältst und kleidest? Ich dachte mir so, was will er mir damit sagen? Das klärte sich bald. Hast du denn auch schon Interesse an Sex? War seine nächste Frage. Da ich nicht wirklich verschlossen war, sagte ich ihm ehrlich und ohne irgendwelchen fraglichen Gedanken: Nein, eigentlich nicht. Ich mag zwar reif wirken, aber für sowas bin ich dann doch noch etwas zu jung und ich habe das Bedürfnis nicht. Ich dachte mir, das reicht ihm und er würde diese Fragerei lassen. Und er ließ die Fragen. Er schien nun eher auf Abstand zu gehen und kurz darauf sagte er, er müsse mal pissen gehen. Er komme gleich wieder. Währenddessen checkte ich meine Nachrichten am Handy. Und dann hörte ich Schritte von hinten. Immer näher und näher. Ich dachte mir nichts, er wird schon wieder da sein. Im nächsten Moment packte mich jemand von hinten und hielt mir den Mund zu mit der Aussage: Sei jetzt bloß leise. Ich zeige dir, wie schön Sex ist. Er drückte mich auf die Sitzfläche der Bank und verlangte von mir, die Hose zu öffnen. Das tat ich aber nicht. Ich war panisch und schlug um mich. Ich sagte, er soll aufhören. Ich will das nicht. Er legte sich auf mich und küsste mich vom Hals abwärts, hielt mich mit der einen Hand fest und mit der anderen begrapschte er mich an der Brust. Ich versuchte, mich zu wehren. Er war mir aber bei weitem überlegen. Ich hatte Angst, so viel Angst. Mir blieb die Stimme weg. Ich sagte doch, ich hätte kein Interesse. Was habe ich denn falsch gemacht? Sind es meine Tops mit dem Ausschnitt, die engen Jeans? Ist es mein Make-up? Strahle ich irgendetwas dergleichen aus? Solche Sachen fragte ich mich in diesem Moment. Er wollte meine Hose ausziehen. In dieser Sekunde läuteten bei mir alle Alarmglocken. Ich musste all meine Kraft sammeln und handeln, bevor es zu spät ist. Körperlich war ich ihm unterlegen. Ich hatte zu wenig Kraft. Also ließ ich einen lauten Schrei ab und starrte wie versteinert in die Luft. Scheinbar erschreckte ihn der Gedanke, mich könnte jemand hören, so dass er regelrecht von mir runtersprang. Er schnauzte mich wütend an. Los, wir sollten wieder fahren. Wir sprachen kein Wort mehr bis zur Bushaltestelle. Er setzte mich ab und fuhr nach Hause. Im Bus war keine Menschenseele. Freie Platzauswahl. Ich wählte die hinterste Reihe. Kaum Platz genommen, flossen schon die Tränen. Ich sackte in mir zusammen. Ich verstand die Welt nicht mehr. Mich verließ meine ganze Kraft. Ich zitterte am ganzen Körper. Ich könnte mit niemandem darüber reden. Das ist ein Geheimnis, das ich bis jetzt mit mir alleine rumgeschleppt habe. Es war nicht die einzige Erfahrung mit diesem Kerl. Er schmierte mir immer wieder Honig ums Maul, baute immer wieder mein Vertrauen neu auf. Und dann versuchte er es immer wieder. Über 2 Monate ging dieser Psychoterror. 2 Monate, die einem vorkamen wie 10 Jahre. Ich habe es nie zu einer Anzeige gebracht, da ich die ganze Zeit die Schuld bei mir suchte. Jetzt hast du einen halben Roman erhalten und ich muss ehrlich sagen, mir geht's jetzt besser. Heute würde ich es anders machen. Heute hätte ich es zur Polizei gebracht. Aber ich war jung. Wer würde mir sowas abkaufen? Es wird doch bestimmt auf meine Frühreife und meine Kleidung geschoben, oder?